ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal abonniert, geliked und sogar geteilt haben. Dank eurer Unterstützung wächst die Community stetig. Diejenigen, die noch kein Abo haben, können dies jetzt nachholen, indem sie einfach auf den Button klicken und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der nächsten Episode. Hey, was soll das? Kommen Sie zurück! Das können Sie nicht machen! Als Commander Forster endlich realisierte, dass er in einer aussichtslosen Lage steckte, begann er seine Möglichkeiten zu überdenken. Eine Rückkehr ins Hauptquartier war ausgeschlossen, da ihm niemand glauben würde, dass er nicht desertiert war. Diese junge Frau hatte ihn bloßgestellt. Sie hatte ihm die Hosen runtergezogen. Er schwor sich, sich an ihr zu rächen. Die Berge auf Terilia kannte er sehr gut, da er dort schon oft gewesen war. Er besaß nur wenig Nahrung. Dafür verfügte er über ausreichend Treibstoff für sein Schneemobil. In den Bergen befand sich ein Schmugglerumschlagplatz, den er erreichen musste. Die Fahrt dorthin war gefährlich, da überall Eisrisiken lauerten, da Gletscherspalten Hohlräume bildeten, die man mit einem schweren Schneemobil besser nicht belastete. Die Schmuggler würden ihren Stützpunkt nicht kampflos aufgeben, daher musste er den richtigen Moment abpassen. Während der Fahrt zog plötzlich ein Schneesturm auf. Das Risiko, im Eis einzubrechen, war jetzt am größten. Andererseits lag die Chance, sich unentdeckt dem Schmugglerlager zu nähern, jetzt bei 100%. Fosters Wut auf Vivian kannte keine Grenzen. Er hatte zusehen müssen, wie sie seinen Masterplan, Sur zu zerstören, durchkreuzte. Sein Hass basierte auf einer verdrehten Realitätswahrnehmung. Die Sur hatten während der Herrschaft der Lorianer Selbstmordkommandos in deren Raum geschickt. Dadurch hatten die Sur den Lorianern deutlich gemacht, dass sie bereit waren, ihr Leben für ihr Volk zu opfern. Dies führte dazu, dass die Sur nicht angegriffen wurden. Die Terilianer gaben auf wie ein besiegt fliehender Varrok, der seinen Schwanz einzieht. Sie ergaben sich ihrem Schicksal, ohne zu kämpfen. Etwa zur selben Zeit in der Kommandozentrale der Raumbasis von Vivian und ihrer Crew.
Notfallalarm. Von Tillys Bar. Keine Bild, keine Tonaufzeichnung verfügbar. Verhinderung durch ein Dämpfungsfeld. Sis Dex, macht euch bereit. Ich hole Jackson und meine Bella. Weißt du, wer Bella ist? Das ist eine uralte Waffe. Es handelt sich dabei um eine Projektilwaffe. Sie ist wahnsinnig laut und macht riesige Löcher. Sie gehörte einem Ahnen vom Captain. Dann bin ich gespannt. Sish, wie weit bist du? Ich bin startbereit, wenn Sie es sind, Captain. Wir sind bereit. Sish, du hast es gehört, gib dein Bestes. Aber sicher doch, Captain. Ich denke, wir sollten uns tarnen. Ein elektronisches Dämpfungsfeld kommt nicht von alleine. Ich tippe mal auf ein terrillianisches Kommando. Vivian sollte fast recht behalten, als die Vergo aus dem Hyperraum kam, war dort ein unbekanntes fremdes Schiff. Oh, ist das groß. Ich bin für Vorschläge offen. Ich schlage vor, du zappst Tilly hierher auf die Brücke. Erst dann kümmern wir uns um diejenigen, die Tilly in ihre Gewalt gebracht haben. Ja, diese Lösung ist vernünftig. Es sollte aber einer der Verbrecher flüchten können, so verbreitet sich das Geschehene glaubwürdiger und schneller. Glaubwürdiger und schneller? Was hast du vor? Die Legende um eine Frau, die urplötzlich auftaucht und Verbrechen verhindert. Sie werden alles, was unerklärlich ist, dieser Frau zuschreiben. Glaube mir, du wirst es damit in Zukunft leichter haben. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich hole erst einmal Tilly. Was? Vivian, du? Wo bin ich? Entschuldige, ich bin gleich wieder hier. Wo ist sie hin? Sie ist... Jackson! Hallo Tilly, ich bin Eileen. Du bist in Sicherheit. Ehrlich? Soll mich das jetzt beruhigen? Vivian zappt Jackson zum Generator des fremden Schiffs, um diesen zu sabotieren. Jackson, mir kam gerade eine Idee. Könntest du den Reaktor für 5 Dorsek in Diagnose versetzen? Die Idee ist gut. Auf die Art und Weise ist der Antrieb und die Waffen offline. Ich hole dich, wenn ich die Verbrecher erledigt habe. Denk dran, lasse einen übrig, auch wenn es schwer fällt. Dann zappt sie selbst zu Tillys Bar. Habt ihr wirklich alles abgesucht? Ja, Paps. Sie ist spurlos verschwunden. Zeig dich! Eileen sagte zwar, dass einer der Verbrecher entkommen sollte, sie sagte aber nicht, in welchem Zustand. Wo wart ihr beiden? Wie komme ich hierher? Und warum nimmt sie den Helm nicht ab? Ich habe deine Bar sauber gemacht. Nebenbei bemerkt, du brauchst ein besseres Security-System. Ich habe währenddessen ihren Reaktor manipuliert. Sie werden in nächster Zeit nirgends hinfliegen. Komm, Tilly. Ich bringe dich zurück in deine Bar. Nachdem Foster den Minenboss zur Rechenschaft gezogen hatte, ließ er sich ruhig in dessen Bürostuhl nieder. Er durchsuchte alle Datenbanken, auf die er Zugriff hatte, jedoch ohne Erfolg. Plötzlich kam ihm eine Eingebung. Er suchte nicht mehr nach dem Namen oder Aussehen, sondern nur noch nach der DNA. Auf Antara stieß er auf ein junges Mädchen mit der gleichen DNA. Angesichts der vergangenen Zeit war sie es mit Sicherheit. Es gab keine Informationen über die Familie, nur einen Vater, dessen DNA jedoch nicht mit ihrer übereinstimmte. Er suchte nach dem Vater und fand nur sein Grab. Der einzige brauchbare Hinweis, den Foster fand, war die Barbesitzerin Tilly. Sein nächstes Ziel war Antara, wo er ein intensives Gespräch mit der Barbesitzerin führen musste. Ahnungslos, in welches Wespennest er stechen würde, brach er nach Antara auf.
Als Foster die leere Bar betrat, schäumte er vor Wut, als er Vivian sah. Vorsicht, Vivian, hinter dir! Das wird wohl nichts. Aber von einem Varrock habe ich auch nichts anderes erwartet. Dich werde ich mit bloßen Händen erledigen. Wer ist er? Wieso ist er so sauer auf dich? Er steckt hinter den Piraten. Die waren in Wirklichkeit ein terrillianisches Kommando. Ihnen ging es nur um 50 Phantomraketen. Damit wollten sie Sur angreifen. Dann hätte es einen Krieg gegeben. Ich mag mir das gar nicht ausmalen. Was wirst du mit ihm jetzt machen? Ich werde ihn nach Terrilia bringen, soll er sich mit seiner Regierung auseinandersetzen. Jetzt zu dem, wie du mich geholt hast. Was für eine Technik ist das? Vorsicht, Vivian, hinter dir! Ich regle das mit den Behörden. Verschwinde, bevor sie dich verhaften. Tilly, das war Notwehr. Außerdem ist dieser Idiot ein Deserteur. Kaum hatte Vivian ausgesprochen, zappten mehrere Personen gleichzeitig in die Bar. Miss Vergo, Miss Wong. Ab hier regeln wir die Angelegenheit, Ihre Leistung wird entsprechend honoriert und gewürdigt werden. Ich verstehe nicht ganz. Das ist der Auftraggeber. Arbeitest du für ihn? Im Orbit von Antara enttarnte sich ein gewaltiges Schlachtschiff. Dagegen wirkte der Destroyer wie ein Shuttle. Vivian war zusammen mit ihrer Crew und Tilly auf dieses Schiff gezappt worden. Ich stelle kurz die Anwesenden vor. Zu meiner Rechten der Botschafter der Saul, zu meiner Linken die Schiffs-KI Claudia, uns gegenüber links Miss Vergo, Eignerin des Frachters, Vergo DX773, in der Mitte Miss Wong, die Besitzerin von Tillys Bar auf Antara, rechts der ehemalige Commander der Sondereinheiten von Antara Jackson, im Hintergrund die Bewahrer der Zeit, ihre Identität ist uns unbekannt. Kommen wir nun zu dem Punkt, warum wir hier versammelt sind. Botschafter, wie ich eingangs sagte, werden Sie und die anderen Verbündeten von den Terrillianern belogen. Wir haben Sie ausgewählt, weil Sie die größte Macht in diesem Verbund sind. Miss Vergo wollte auf der Raumbasis Sur Jagdgewehre erwerben. Dabei fielen ihr in einer dortigen gastronomischen Einrichtung 30 merkwürdig verhaltende Männer auf. Sie bedrohten die dortige Bedienung, als Miss Vergo intervenierte, stellte sich etwas heraus, das zu einem Krieg geführt hätte. Es waren 3 Attentäter im Auftrag der Terrillianer, die den Commander der Raumbasis Sur töten sollten. Im Anschluss auf der Heimreise wurde Miss Vergo von 5 terrillianischen Jägern angegriffen. Dass sie jetzt noch lebt, verdankt sie dem Umstand, dass ihr Schiff über militärische Schilde und Waffen verfügt. Angekommen auf Antara wurde sie von einem Agenten, der, wie sich herausstellte, terrillianischer Agent war, verfolgt. Bei der Befragung dieses Agenten kam Miss Vergo in den Besitz eines militärischen Kommunikationsschiffs, der dies beweist. Eine Spionagedrohne, die im Büro des Minenboss platziert wurde, wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die Piraten offensichtlich von den Terrillianern befehligt werden. Miss Vergo gelang es, die genaue Lage des Piratenstützpunktes zu finden. Bei der Infiltration des Piratenstützpunktes machte Miss Vergo eine Entdeckung. Der Piratenstützpunkt wurde von dem terrillianischen Militär betrieben. Dem terrillianischen Militär war es gelungen, einen Sur-Frachter aufzubringen, der 50 Phantomraketen transportierte. Der Plan sah vor, mit diesen Raketen die Raumbasis und den Planeten Sur zu eliminieren. Diesen Plan konnte Miss Vergo verhindern. Ihr ist es auch zu verdanken, dass die geheime Basis gefunden und vernichtet werden konnte. Des Weiteren konnte Miss Vergo geheime und äußerst gefährliche Subraumtechnik des terrillianischen Militärs vernichten. Früher oder später hätte dies zum Kollaps des Hyperraums für uns alle geführt. Der Commander des Schiffs, der diese Technik besaß, verfolgte Miss Vergo ebenfalls, ließ er Miss Wong gefangen nehmen. Zum Showdown kam es auf Antara in Tillys Bar,
Commander Foster war so hinterhältig und schoss Miss Vergo feige in den Rücken. Dass sie noch lebt, verdankt sie der Tatsache, dass sie einen Schildgenerator für eben solche Situationen ständig bei sich trägt. Botschafter, in Anbetracht der dargelegten Beweise erwarten wir von Ihnen und Ihren Mitverbündeten, dass Sie das Richtige tun. Claudia, sei bitte so nett und erkläre den Anwesenden, auf welchem Schiff Sie sind. Gerne, Captain. Sie befinden sich auf dem Planeten Zerstörer Destroyer Durox. Dieses Schiff ist ein vollkommen autarkes Staatsschiff. Dieses Schiff wurde von einer untergehenden Zivilisation gebaut, um ihre Zivilisation vor dem Aussterben zu retten. Derzeit befinden sich auf dem Schiff 5 Millionen Besatzungsmitglieder. Das Schiff ist 20 K-Klick lang, 18 K-Klick breit und 10 K-Klick hoch. Unsere Schilde sind so stark, dass sie in die Korona einer Sonne eintauchen können, ohne überhaupt Schaden zu nehmen. Meines Wissens gibt es kein Schiff, das vergleichbar ist. Ein Schiff, das einen Planeten zerstören kann, ist eine Gefahr für alle Planeten. Das könnte man annehmen, Botschafter. Da gebe ich Ihnen recht. Sie haben sicher schon vom Schwarm gehört. Wer hat das nicht? Allerdings hat der Schwarm den Sektor um Durox für sich beansprucht und seitdem wurde nichts mehr von ihm gehört. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der Destroyer Durox nur eines der 200 Schlachtschiffe des Schwarms ist und ich beschlossen habe, mit dem Schiff in unmittelbarer Nähe von Sor Halt zu machen. Derzeit stehen wir in Verhandlungen mit der Regierung von Sor. Aufgrund der Geschehnisse sind wir bestrebt, ein Gleichgewicht zu schaffen. Dernd würde ich gerne ebenfalls mit Ihnen in Verhandlungen treten wollen. Sie können sich gewiss sein, dass ich umgehend mit den anderen Verbündeten Kontakt aufnehmen und die Situation darlege. Sie können mich jederzeit kontaktieren. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ich werde Sie umgehend nach Hause bringen lassen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ein Schwarmschiff. Ich dachte immer, das wären Märchen, die Kinder erzählt werden. Auch Märchen werden wahr. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Verbündeten des Planeten Terilia angesichts der Offenbarungen von Captain Beatrice entscheiden werden. Eines dürfte jedoch sicher sein, Vivian und ihre Crew haben jetzt einen Ruf, der ihnen viele Türen öffnen wird.